Vorheben möchte ich aber auch an dieser Stelle auch das Engagement der Mitarbeitenden in den Häusern. Dabei arbeiten wir ganz eng mit unseren Experten und Experten in eigener Sache und unserem langjährigen Partner der GTEC zusammen. Ohne euch hätten wir diesen erfolgreichen Abschluss nicht geschafft. Herzlichen Dank dafür. Da hat sich einiges getan. So schaffen wir einen besseren Zugang zu den Angeboten und Orientierung im Kiez und zu den Häusern. Schöneberg da mit dem Text, was ja auch so ein inklusives Projekt war mit den vielen Kursen, wo Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammen immer verschiedene Sachen gemacht haben. Mir ist das Nachbarschaftshaus in Pankow in Erinnerung geblieben. Die gehen echt voran in Sachen Inklusion. Ich habe vorher nicht gewusst, wie viele Stadtteilzentren und Nachbarschaftsheime es gibt, Häuser und so weiter. Erst durch das Checken habe ich gemerkt, mein Gott, so viele Häuser gibt es hier in Berlin. Ich bin durch ganz Berlin gefahren. Taube Menschen sind willkommen geheißen worden. Dankeschön, Applaus an euch. Das Projekt Stadtteilzentrum inklusiv ist ein wichtiger Baustein für ein inklusives Berlin. Und deshalb feiern wir heute auch 6 Jahre. Das freut mich auch sehr, weil dieses Projekt die Inklusion in die Stadtteilzentren hineinträgt und die Nachbarschaft sensibilisiert. Deshalb lassen Sie uns heute auch gemeinsam feiern. Alle, die hier sitzen, haben in irgendeiner Weise dieses Projekt mitgetragen, mitgestaltet und zu dem Erfolg beigetragen. Ich kann gehen! Es läuft! Super! Yeah! Guten Appetit! Also heute war das prima, 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 kann man nicht meckern. Prima mit den Trommeln so gut, die Batze da, wo sie ausgestellt wurden, prima. Also war schön heute, kann man nicht meckern. Kommt mit Liebe hier rüber. Stadtteilzentrum ist wie so eine Mutter. So herzhaft, so lieb. Ich war so erstaunt, dass es so viele Möglichkeiten heute gab, dass jeder Mensch mitgenommen worden ist, ob er blind ist, ob er gehörlos ist oder ob er im Rollstuhl sitzt oder ob er die gleiche Sprache braucht. Also jeder kam eigentlich, wurde eigentlich ernst genommen und es hat mir sehr gut gefallen.